noch nie in einer Großstadt Motorrad gefahren. Digga, das Ding zieht so krass, pass auf. Du kannst loslegen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Jack. Can I take a picture of your helmet? Yes, if you want to. Alter. Digga, was? Das Video fängt ja schon mal gut an. Leute, wir sind heute in Berlin, nicht in Hildesheim, und wir haben einen jungen Mann getroffen. Grüß dich erstmal, er hat sich gerade schon selbst vorgestellt. Johann, dein Instagram werde ich mal direkt in die Beschreibung reinballern. Und Leute, ich will heute mal herausfinden, wie das ist, in der Großstadt mit dem Motorrad rumzudüsen. Das habe ich noch nie gemacht. Und da hat der junge Mann gesagt, ich komme auch aus Berlin. Danke dir auf jeden. Was hast du uns heute mitgebracht? Eine Beta. Welches Baujahr? 19er. Also die gleiche wie aus dem letzten Video, Leute. Nein. Da habe ich ja letztes, also wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es nach dem Video gerne nochmal euch reinziehen. Dieses Mal als Enduro, ne? Genau. Die letzte war eine Supermoto. Der gute Bursche wird mich hier durch die Stadt begleiten, mein kleiner Tourguide sein, auch wenn er gar nicht direkt aus Berlin kommt, sondern ein bisschen außerhalb. Und er wird unterwegs sein auf einer E-Schwalbe. Einfach eine fucking E-Schwalbe, Leute. Da kommen wir später noch drauf zurück. Noch nie in einer Großstadt Motorrad gefahren. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ich werde nicht weggeballert von irgendeinem Verrückten. Ich hoffe auch. Ich würde sagen, gar nicht lang labern. Wir ballern uns direkt auf die Bikes. Was ist das Ziel? Brandenburger Tor? Wirklich? Können wir machen. Hast du einen Nappi? Oh mein Gott, Leute. Ich bin ehrlich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wo der Bube jetzt hinfährt. Ey, Digga, das ist so komisch. Ich bin noch nie in der Großstadt Motorrad gefahren. Ich schon. So viele Menschen. Digga, das Ding zieht so krass. Pass auf. Oh, was? Sound hat sie auch, ne? Mir wird nämlich häufiger mal irgendwie gesagt von Kollegen oder so, dass in Großstädten Motorradfahren purer Selbstmord ist. Alles klar, er sagt es auch. Und dementsprechend probiere ich das heute mal aus. Für mich selber. Ja, aber er gibt so Gas auf seiner E-Schwalbe, ne? Hup mal. Wenn ich mich ein bisschen weird anhöre, Leute, dann liegt es daran, weil ich noch ein Tuch an habe, weil es halt wirklich, es sind 4 Grad oder so, ne? Digga, warum hast du keine Handschuhe an? Du hast keine Angst vor Gott, junger Mann. Auch mal in Berlin ein bisschen Gas geben. Und es ist wieder das Combined Brake System, an dem ich mich so krass erschrecke ich mich einfach von. Das ist echt Spaß, ich liebe das halt. Einfach verkaufen, deine Beta und das Ding kaufen. Es ist so kalt, ne? Leute, gestern für euch, Freitag vor einer Woche, lag in Hildesheim 15 cm Schnee. Müsst ihr euch mal vorstellen, es ist April. Das ist so dumm, ne? Ich habe gar keine Ahnung, wie das in der Großstadt so abgeht. Ich habe ein bisschen dickeres Muckier hier, also ich bin da fast nicht durchgekommen. Ich bin auch, es war ganz knapp. Du musst aufpassen auf die ganzen Radfahrer jetzt direkt. Hab ich mir fast gedacht. Ja. Sowas gibt es in Hildesheim tatsächlich auch. Echt? Radfahrer, ja. Boah. Seltenes Phänomen in Hildesheim, aber gibt es auch. Ein Rebell einfach bei Rot über die Ampel fahren. Leute, da ist er! Der Fernsehturm! Da fahren wir jetzt hoch mit dem Bike. Guck mal, die jonglieren. Oh lol, auf der Straße mit Einrädern. Ja. Und jetzt wollen die von den ganzen Leuten Geld. Ja Leute, da ist der Fernsehturm. Willkommen in Berlin. Mit dem Go-Kart wäre es krass. Kulubu hat ja auch ein Go-Kart. Also Kulubu, falls du das sehen solltest. Lass mal Go-Kart reinmachen und komm hier mit dem Go-Kart nach Berlin. RS6 auch krass. Gefährliches Manöver hier in Berlin, abbiegen. Bisher ist mir noch nichts Gefährliches aufgefallen jetzt. Wir gucken uns jetzt erstmal kurz die Karre an. Bruder, was hast du uns heute nochmal mitgebracht, dass wir nochmal ein bisschen drauf eingehen? Was hast du daran verändert? Die sieht ja ein bisschen anders aus. Ja, ja. Kupplungshebe, Reifen waren mal auf Stolle, jetzt Straßenreifen für Winter und so. Ja. Neue Griffe, das ganze Plastik-Kit, so Kennzeichen halt auch mal hier und halt sonst nichts. Sonst nix. Mir ist bis jetzt noch nichts Gefährliches aufgefallen im Berliner Straßenverkehr. Ich will, dass noch was Gefährliches passiert. Weißt du, wie es zum Brandenburger Tor geht? Nein. Die Straße, die dann links, dann rechts, dann links, dann rechts, dann geradeaus. Boah, diese Kupplung kommt so spät, ne? Okay, Leute, was ist das denn für ein schickes Haus? Was ist das? Das ist ein Haus. Ich hab keine Ahnung. Ich so, was ist das? Er so, das ist ein Haus. Ah, die Bremse, die Hupe wollte ich noch mal probieren. Die funktioniert nicht. Ui, Memo. Guck mal. Dran vorbei. Der junge Mann. Einfach Stunt Rider.
Ich wollte gerade fahren, weil ich dachte, die Ampel wäre aus. Aber dann habe ich die andere Ampel gesehen. Berlin ist nämlich ein hartes Pflaster. Die Polizei ist hier sehr, sehr präsent in Berlin. Gut, wir sind auch in der Nähe vom Brandenburger Tor. Ich will nicht wissen, was hier so ab und zu abends mal abgeht oder auch tagsüber. Brandenburger Tor ist da. Tatsache. Wir müssen einmal um Pudding fahren. Ist das die Sony Center? Also ich muss ehrlicherweise sagen, was mir bis jetzt so aufgefallen ist, wenn ich in einer Großstadt leben würde, ich würde mir nur ein Motorrad holen. Ich rede gerade mit den Leuten in der Kamera. Spaß mit den Leuten in meinem Kopf. Wenn ich in einer Großstadt leben würde, ich würde mir nur ein Motorrad holen. Ich würde mir nichts anderes holen. Einfach aus dem Grund, wenn man so viel schneller unterwegs ist, fahren wir denn jetzt lang. Ein bisschen Tunnelsound. Einfach in einem Tunnel. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ich habe mal den ND-Filter abgenommen, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Ich bin so verloren, wenn ich ihn verliere. Das ist nicht das Brandenburger Tor. So viel kann ich euch verraten. Junger Mann! Der Tunnel war geil. Das ist nicht das Brandenburger Tor, wo wir gerade sind. Ja, demnächst aber. Als Tunnelfahrt war spannend. War schon lustig. Ich weiß nicht, ob ich eben zu Ende geredet hatte, aber das, was ich machen würde, wenn ich in einer Großstadt wohnen würde, ich würde mir, glaube ich, kein Auto kaufen. Ich würde mir lediglich ein Motorrad kaufen, weil du halt so richtig schön filtern kannst. Also ich will jetzt hier niemanden auffordern zu filtern, aber du bist halt deutlich schneller. Weil du dann direkt immer vorne an den Ampeln stehst, du hast keine ewigen Wartezeiten und so. Also es ist schon nicer. Ich hätte in Erdkunde irgendwie mal besser aufpassen sollen. Das ist für mich, wenn man mich jetzt hier hinsetzt und ich kein Handy hätte, ich würde nie wieder nach Hause finden. Nie wieder in meinem Leben. Also klar, durch Schilder und so. Aber ich würde nie wieder nach Hause finden. Gut, wenn man hier wohnt, ist das halt was anderes, ne? Leute, ich glaube, wir sind auf einem ganz falschen Weg. Wollen wir rechts? Ja, Mann, ich bestimme, wo es in Berlin lang geht. Die Charité. Hier können sie uns direkt aufnehmen, wenn ich jetzt einen Unfall baue. Digga, wir sind so falsch gefahren, ne? Digga, es geht wirklich nicht schlechter. Wir müssen nur noch geradeaus, haben sie gesagt. Digga, wir sind so falsch gefahren, ne? Oh, da ist der Bundestag. Ja, ein bisschen in der Schule habe ich nämlich auch aufgepasst, Leute. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal. Alter, hab ich mich erschrocken. Junge, Junge, Junge. Der hat mich eben fast weggefahren. Hast du es gesehen? Hast du den Typen fast umgefahren? Das Taxi hätte mich fast weggefahren. Echt? Ja. Ah, oh, da rechts. Warum fährt er denn links? Ja, aber ich wollte zum Brandenburger Tor hin. Ach was? Es ist ungewohnt. Ja? Es ist wirklich sehr, sehr ungewohnt. Aber es ist nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es wäre schwieriger. Leute, da sind wir. Einfach Brandenburger Tor. Leute, angekommen am Brandenburger Tor. Wir werden jetzt erstmal ins Adlon einchecken. Einfach eine Nacht im Adlon. Bars been broke. Leute, wir sind einfach am Brandenburger Tor. Da muss erstmal kurz eine Instagram-Story gemacht werden. Sekunde. Akademie der Künste, da sehe ich mich auch. Leute, ich muss sagen, es ging eigentlich recht reibungslos hier zu fahren. Bis halt auf die Tatsache, dass der Taxifahrer mich wegdüsen wollte. Und dass wir halt absolut falsch gefahren sind. Also wenn ihr nicht von hier kommt, Orientierung hier ist schwierig, wenn man das erste Mal hier ist. Ich bin nicht das erste Mal hier, aber... Erkundungstour, Leute, Fußvlog. Also Leute, gönnt euch das Motorrad nochmal. Danke an dich auf jeden Fall, dass ich fahren durfte, Bruder. Das ist mir eine große Ehre. Aber ich würde als Fazit so abschließend sagen, es ist gar nicht so scary, wie ich es mir gedacht habe. Also man kommt da gut mit klar. Ich hatte ein bisschen Schiss, ehrlicherweise, weil ich noch nie in einer Großstadt jetzt so gefahren bin. Und es ist halt viel mehr Verkehr. Und ich glaube, das Gute war aber auch, dass du mich da durchgeführt hast. Voll falsch, aber scheißegal. Ganz viele Menschen, die uns komisch angucken, weil die wieder denken, ich bin schizophren, weil ich mit mir selber rede. Ihr könnt ja irgendwann selbst mal ausprobieren, ob ihr in Berlin mit so einem Roller unterwegs sein wollt. Ich würde sagen, an der Stelle war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche einen angenehmen Tag, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao.